Hallo meine Lieben, ja, ich kündige euch ein neues Empress Coaching Video an. Meine Lieben, ganz kurz vorneweg, ihr findet dieses Video jetzt noch einmal bei Vimeo und auf unserer Website. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gab am Wochenende geringe Anlaufschwierigkeiten auf der Website, was allerdings auch mit globalen Problemen bei PayPal zusammenhing. Also PayPal hatte gestern weltweit Probleme. Wir waren wirklich, seit wir von Mallorca zurück sind, seit Freitagabend sitzen wir mehr oder weniger vorm PC. Gestern dann auch den ganzen Tag über mit unseren Website-Jungs, die sich auf unsere Seite geschaltet haben, um die Probleme zu beheben, die es gestern gab bei Michas Wunschpartner-Orakel. Aber wenn du das auch erlebt hast, dann bitte versuch's jetzt nochmal, wenn du das Video gekauft hast und konntest es nicht anschauen. Es sollte jetzt alles reibungslos funktionieren. Also es sind jetzt noch geringe Ausnahmen, ja. Und auch beim Einloggen, wenn du einen Account erstellst auf unserer Seite, bitte beachte, dass du dann eine E-Mail erhältst und da musst du dann erst den Bestätigungslink anklicken, dass dein Account aktiviert wird. Ja, also da gab es gestern immer wieder so viele Fragen. Wie gesagt, wir machen seit Freitagabend nichts anderes und tun unser Menschenmöglichstes dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Denn das war ja unser Herzensanliegen, dass wir es euch leichter machen. Und deswegen waren wir gestern wirklich absolut frustriert und todtraurig, dass es jetzt Probleme gab. Und auf vielfachen Wunsch haben wir uns jetzt entschlossen, dieses Empress Reading nochmal auf Vimeo ebenfalls hochzuladen. Aber ab Mittwoch, da kommt ja dann das Reading zur Energie des Vollmondes aufs Kollektiv der Seelenpaare. Das sollte dann auf unserer Seite wirklich reibungslos funktionieren. Also bitte habt da ein bisschen Nachsehen. Wir tun wirklich unser Bestes, damit alles klappt. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Aber es tut uns von Herzen leid, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und wenn jemand bezahlt hat und kann das Video nicht sehen, dann schreibt uns an. Ja, wir werden dann versuchen, auf den einzelnen Fall einzugehen. Wir haben gestern, ich glaube, insgesamt 200-300 Mails bekommen. Das ging natürlich nicht, dann auf jede Mail einzugehen. Aber es sollte jetzt funktionieren. Ja, meine Lieben, deswegen jetzt ein Ankündigungsvideo, in dem ihr jetzt hier in der Infobox beide Links findet. Ja, wir bitten euch natürlich, es zunächst über die Website zu versuchen. Wie gesagt, es müsste jetzt klappen. Wer jetzt aber sagt, nee, ist mir alles zu unsicher, ich möchte nochmal zu Vimeo, da verlinke ich das auch auf Vimeo und lade es auch auf Vimeo hoch, ja, dass ihr diese Möglichkeit auch habt. Ja, jetzt komme ich aber zum eigentlichen Video. Das letzte Mal hatte ich ja dieses Orakel der gechannelten Botschaften gemacht und ich war absolut erfreut, wie gut es bei euch ankam. Und deswegen habe ich es jetzt nochmal gemacht. Ich hoffe, es ist für viele jetzt wieder sehr inspirierend. Diese Botschaften haben euch sehr berührt, was natürlich mich auch dankbar macht. Ich liebe ja das Channeln mittlerweile. Ich biete das jetzt auch offiziell an auf der neuen Homepage. Kannst du dich dafür vormerken lassen, wenn dich das interessiert, eine gechannelte Botschaft für dich zu empfangen. Und es ist auch diesmal sehr, sehr, sehr berührend geworden. Ja, also du siehst hier oben drei Gegenstände. Eine Muschel, die im Übrigen aus Mallorca mitgebracht wurde. Die haben wir am Strand gefunden. Wir haben eine Feder und einen Stein. Und du kannst dich nachher im Video in einer kurzen Meditation, die ich mit dir mache, intuitiv für eine Karte und ein Symbol entscheiden. Dazu habe ich im Vorfeld jeweils um eine Tarotkarte aus dem Golden Rider Tarot gebeten und ich verbinde mich dann mit meiner Mannschaft im Video und empfange zu jeder Position eine gechannelte Botschaft. Ja, das Ganze ist vollkommen zeitunabhängig, wann du dieses Video siehst. Ist der richtige Zeitpunkt, dass diese Botschaft zu dir kommt. Und das Thema, das gab mir hier die Unterseite des Tarots vor nach dem Mischen, das ist die Königin der Stäbe und es soll heute um Unabhängigkeit gehen. Ich schaue mir ja fast routinemäßig dann immer noch die ein, zwei nächsten Karten, laufenden Karten im Deck an. Und das war dieses Mal die Herrscherin und der Gehängte. Das passt natürlich wunderschön zu unseren Empress Readings, ja.
und bestätigt noch einmal, dass das Thema heute sein soll, wie findest du noch mehr in deine Unabhängigkeit? Sowohl natürlich in materieller, finanzieller Hinsicht, ja, also da geht es um dich selbst zu versorgen im Außen, aber natürlich vor allem auch um emotionale Unabhängigkeit, ja. Wie fällt es dir vielleicht noch leichter, dich aus Situationen zu lösen, die dich in gewisser Weise emotional noch in einer gewissen Abhängigkeit fühlen lassen. Ja? Also hier sehen wir, dass vielleicht viele von euch auf dem Weg jetzt zur Herrscherin immer mal noch das Gefühl haben, hier hakt's oder hier stagniere ich, weil ich doch spüre, dass ich noch nicht wirklich in allen Bereichen meines Lebens die Herrschaft über mein Reich habe. Und wie gesagt, nachdem ich ja ein bisschen allgemein zu dem Thema spreche, erhältst du dann noch deine gechannelte Botschaft. Ja, also wir würden uns sehr freuen, wenn du zu uns auf die Website kommst und da findest du dieses Video. Ich hoffe, dass jetzt alles reibungslos klappt. Auch PayPal sollte seine Probleme in den Griff bekommen haben. Und zusätzlich verlinke ich es aber für Vimeo auch noch. Ja, ich freue mich auf dich. Bis gleich, die Uli.